Diese Schüler haben echte Ambitionen. Die 7C der Diltai-Schule aus Wiesbaden ist heute zu Gast in Erfurt. Sie machen mit bei der Kika-Quiz-Show die beste Klasse Deutschlands. Und zwei Schülerinnen sind ganz besondere Fans der Sendung. Romy und noch eine andere, Viola, sind auf die Idee gekommen, weil sie das immer geschaut haben. Und dann haben die das in die Klasse getragen und dann dachten wir, machen wir mal mit. Und ihr Bewerbungsvideo wurde angenommen. Trainiert wird hier in der Schule in Wiesbaden. Immer zwei der Schüler sitzen dann im Studio in der ersten Reihe und müssen die Antworten einloggen. Dabei gilt es, ein möglichst breites Wissensspektrum abzubilden. Daher haben alle fleißig miteinander geübt. Ich denke, wir haben eher viel Allgemeinwissen und zum Beispiel in Experimenten sind wir höchstwahrscheinlich nicht so gut, weil wir haben noch nicht so viel Physik gehabt. Und unser Lehrer war öfter mal krank, deswegen könnten wir da nicht so gut sein vielleicht. Welches dieser Tiere hält keinen Winterschlaf? A. Eichhörnchen, B. Fledermaus, C. Igel oder D. Siebenschläfer. Für die 7C ein ganz neues Gefühl der Klassengemeinschaft. So ein Erlebnis schweißt nicht nur Romy und Clara zusammen, bemerkt auch Klassenlehrerin Verena Stettner. Sie haben die Vertretungsstunden dann vorher genutzt, um zu üben, haben sich selbst Quiz aus dem Internet rausgesucht oder auch Bücher mitgebracht, wo sie dann geprobt haben. Und es ist sowieso schon eine ganz tolle Klassengemeinschaft. Das war vorher auch schon da, aber ich habe das Gefühl, das hat sich nochmal verstärkt durch die Teilnahme an die beste Klasse Deutschlands. Sollte die 7C in Erfurt in der Wochenshow siegen, dann sind sie einer Sache ganz nah. Superfinale. Erfurt, wir kommen! Na dann mal los. Im Studio geht es langsam in die heiße Phase. Romy und Clara werden verkabelt und lernen die beiden Moderatoren persönlich kennen. Tobi und Clari. Es gibt doch das SW-Bad in Wiesbaden. Da bin ich mit meiner Oma früher immer ganz, ganz gern hängen. Da habe ich, glaube ich, sogar schwimmen gelernt vielleicht. 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 Die ersten Schwimmzüge habe ich da unternommen. Die sind sehr nett, aber ich bin immer noch aufgeregt. Hallo. Hallo. Konnten dich nicht beruhigen. Hallo. Nicht wirklich. Ich bin aufgeregt, Clari ist aufgeregt, die Kinder sind aufgeregt. Und ich glaube, wenn wir uns zumindest, die wir alle mit einem Mikrofon da ausgestattet sind, vorher kurz mal 3 Minuten in die Augen gucken und labern, nimmt es ganz viel von der Aufregung. Das ist ganz wichtig. Herzlich willkommen. Hallo zu Hause. Im Studio kämpfen sie nun gemeinsam um den Sieg und den Einzug ins Superfinale. Ob die Klasse 7C der Wiesbadener Diltai-Schule es geschafft hat, das sehen sie morgen um 10 Uhr, das große Superfinale im Ersten.